Okinawa, Japan, 5 Uhr. Das Training hat bereits begonnen. Mit dabei der Schweizer Andy Hug. 7 bis 8 Monate im Jahr verbringt Andy Hug in Japan in verschiedenen Trainingscamps in Okinawa, Tokio oder Nagoya. Sein Boxtrainer hier ist Hiranaka, WWO-Weltmeister im Boxen. In Japan trainieren die Profikämpfer gemeinsam. Man bereitet sich im Team auf die Wettkämpfe vor. Trainer und die Akteure der verschiedenen Kampfsportarten wie Karate, Boxen und Thai-Boxen arbeiten hier eng zusammen. Die Vorbereitung auf einen wichtigen Kampf beginnt schon vor der Morgendämmerung. Sprungtraining wechselt sich ab mit Stretching, Kombinations- und allgemeinem Konditionstraining. Das Training ist intensiv und die Sportler sind bereits zu dieser frühen Stunde voll konzentriert. Meditation, Konzentration, Atemtechnik und mentales Training sind wichtiger Bestandteil dieser Vorbereitungsphase und gehören selbstverständlich zum Trainingsprogramm. In Japan ist der Schweizer Andy Hug bereits eine Legende. Seit 12 bis 13 Jahren kämpft er hier erfolgreich im Profibusiness und ist dabei zum beliebtesten Kämpfer in Japan geworden. Beliebter als die japanischen Stars. Als Einstimmung zeigen wir einige K.O.-Siege, die zeigen, womit ein Herausforderer zu rechnen hat. Ich habe mit Karate mit 10 Jahren angefangen. Ich habe eigentlich Karate ausgewählt, weil es eine Einzelsportart ist. Ich habe früher Fußball gespielt und es war eine Mannschaftssportart. Und Karate hat sehr viele verschiedene Perspektiven gehabt. Das ist vom Leistung her sehr viel. Man braucht Kondition, es hat Boxen, es hat Stretching, es hat Gymnastik. Es hat sehr viele verschiedene Sportarten in einer Sportart darin. Und darum habe ich eigentlich Karate ausgewählt. Kanjoishi hat mich angefragt und hat mich gefragt, ob ich professioneller Kämpfer werden möchte. Und das hat mich sehr interessiert, weil ich habe gesehen, dass ich eigentlich noch nicht das erreicht habe, was ich erreichen konnte. Und ich habe diese Chance wahrgenommen und so bin ich eigentlich zum K1 gekommen. Das war eine sehr interessante Jugendzeit. Ich bin in sehr armen Verhältnissen aufgewachsen. Ich bin bei meiner Großmutter aufgewachsen. In der Schule, das hat mich eigentlich nie so sehr interessiert. Also mich hat eigentlich Sport immer sehr stark interessiert. Ich war eigentlich sehr sportbezogen. Also ich war überall, was ich anpackte im sportlichen Bereich, war ich unglaublich begabt. Meine Zeugnisse waren normal, also im Durchschnitt eigentlich ganz normal. Dann von der Straße her, ich bin auf der Straße aufgewachsen, wir haben auch sehr viele Keilereien gehabt und durch das, dass ich eigentlich mit Karate angefangen habe, das hat mich einfach von der Straße weggebracht. Also das sind so meine größten Erinnerungen. Der legendäre Andy Kick, hier an der Europameisterschaft 1983.
Der Schlag ist in Japan nach Andy Hook benannt worden. Kein anderer Kämpfer dieser Sportart kann den Schlag so effektiv anbringen wie Andy. Das Wesentliche bei diesem Schlag ist das Timing. Die Perfektion, die Andy damit erreicht hat, bringt ihm entscheidende Vorteile. Hier Andy Hooks erster Profikampf in Japan. Ein Prestigekampf gegen Toshi Yuki. Yuki war der amtierende japanische Champion im Karate. Andy gewinnt souverän mit großer Überlegenheit nach Punkten. Im Finale der Profi-Weltmeisterschaft im Karate 1992 trifft Andy auf Tai Yai Kin. 1992年 の Karate World Cup の決勝戦、アンディは金太英と対戦した。アンディ war der erste Nicht-Japaner, der das Finale einer Profi-WM erreichte.Er war die große Sensation, denn bis dahin galten die Japaner als unschlagbar. Die Saison 92 hat jedoch gezeigt, dass da plötzlich ein Schweizer allen anderen überlegen war. Eine Sensation, gerade im Karate. Die Freude von Andy als erster Nicht-Asiater Karate-Weltmeister und das erst noch in Japan zu werden, ist grenzenlos.1993 findet ein weiterer großer Prestigekampf in Karate statt. Das war in Tokio vor 15.000 Zuschauern. Sein Gegner, Nobukai, war ein gefährlicher Allrounder, ein Wrestling- und Karate-Champion. Doch auch hier gewinnt Andy souverän und überlegen. Nobukai wird angezählt. Das gibt einen halben Punkt. Um einen Kampf zu gewinnen, braucht es 2,5 Punkte. Andy wird im Karatesport so überlegen, dass die Kämpfe für ihn zu einem leichten Spiel werden. Thank you.
Prestigekampf gegen den großen Newcomer in Japan, Minoru Fujita. Andy Hook gewinnt überlegen nach Punkten. Der Kampf fand in Osaka vor 12.000 Zuschauern statt. Andy gilt als einer der besten Beintechniker im Schwergewicht. In der Schwergewichtsklasse ist es eigentlich nicht üblich, dass jemand so stark die Beine einsetzt. K1 ist der Überbegriff für Profiturniere, bei denen verschiedene Kampfsportstile aufeinandertreffen. Andy hatte hier einen Prestigekampf in Tokio vor 12.000 Zuschauern gegen Morokawi Shigokan. Dieser hatte eine ganz spezielle Kampftechnik und war am Anfang sehr offensiv. Andy Hook blieb locker und der Kampf war schnell entschieden. Zur Entscheidung führte wieder einmal der berühmte Andy-Kick, der Fersenschlag, den wir hier sehr schön sehen können. Der Kick wurde schnell weltweit bekannt. Wenn man von diesem Schlag spricht, spricht man auch von Andy Hook. In Japan wollen alle diesen Schlag sehen, man erwartet in jedem Kampf, dass er ihn einsetzt. Der Andy-Kick, das Markenzeichen von Andy Hook, ist inzwischen weltberühmt.
Die Verehrung von Andy Hug in Japan hat viel mit diesem Kick zu tun. Denn den Schlag effizient anzubringen, ist sehr schwer. Die japanischen Kämpfer versuchen intensiv, den Schlag zu kopieren. Es ist noch keinem wirkungsvoll gelungen. Das war Andy Hooks erster Kampf im Thai-Boxen, eine Revanche. Zuerst kämpften die beiden im Karate und jetzt im Thai-Boxen. Andy wechselte zum Thai-Boxen, weil Karate nur in Japan richtig populär ist. Weltweit hat man es nicht vermarkten können. Andys Promotor hat sich sehr stark für Thai-Boxen eingesetzt und hatte den Willen, es weltweit bekannt zu machen und zu vermarkten. Ende 93 fing Andy mit Thai-Boxen an, und man hat sofort gesehen, dass er auch dafür ein sehr großes Talent hat. Er war fest entschlossen, auch im Thai-Boxen zu den Weltbesten zu gehören. Wir sehen hier deutlich seine Unerfahrenheit mit der Technik. Hier hapert es noch damit. Sein großes Talent für das Thai-Boxen ist zwar schon zu erkennen, an der nötigen Perfektion fehlt es aber noch. Der Gegner wird mit einem Vorschlag in die Leber getroffen und geht das erste Mal zu Boden. Nach dieser Attacke geht der Gegner zum zweiten Mal zu Boden. Es war für Andy sehr wichtig, diesen Kampf zu gewinnen. So konnte er sich die nötige Selbstsicherheit für das Thai-Boxen erarbeiten. Das hat er dann auch prima geklappt. Der Kampf gegen die Nummer 1 von Thailand, Zhang Puo, an der Karate-WM 93. Es war Zhang Puos erster wichtiger Kampf gegen einen Karate-Kämpfer. Es mangelte ihm an Routine. Andy gewann gegen die Nummer 1 aus Thailand überlegen nach Punkten.
Chang Puo galt als der härteste Thai-Boxer von Thailand. Er war dann sehr überrascht, wie hart auch ein Karatekämpfer sein kann. Zhang Kuo brach sich in diesem Kampf die Nase. Hier der Finale der Karate-WM 1993. Andy fühlte sich betrogen. Sein Gegner war der beliebteste japanische Kämpfer Masaki Sadake. Obwohl Andy überlegen war und der Gegner auch zu Boden ging, bekam Andy die Punkte nicht. Zu groß war die Beliebtheit des Japaners. Diese unfaire Entscheidung wurde weltweit verurteilt und der Japaner verlor dadurch stark die Gunst des Publikums. Das ist der Schlag, für den Andy einen halben Punkt hätte bekommen müssen. Als Nicht-Japaner in Japan ist es schwer, zu Punkten zu kommen, wenn man gegen ihre eigenen Leute kämpft. Es ist natürlich eine unverständliche, unsportliche Frechheit, dass sowas geschehen kann. Auch in diesem Kampf sieht man Andys große Überlegenheit. Aber auch hier wurde am Image festgehalten, dass die Japaner unbesiegbar sind. Der Gegner, ein japanischer Superstar, erhielt die Punkte.
Wegen dieser offensichtlichen Ungerechtigkeit verlor der Japaner viele Fans. Nach der dritten Runde werden gemäß den Regeln im Karate die Boxhandschuhe angezogen. Die Verletzungsgefahr wäre sonst zu groß. Andys Gegner war Weltmeister im Kickboxen und hätte also überlegen sein sollen. Andy kämpfte aber besser und hätte auch hier nach Punkten gewinnen müssen. Andy hat hier immer noch zu wenig Routine im Thai-Boxen. Er hält die Arme immer noch zu tief und muss noch intensiv an seiner Technik arbeiten. Wieder ein Unentschieden. Bei einem Unentschieden nach 5 Runden kommt es zum Bruchtest. Sadake durchbricht einen Ziegel mehr und erhält die ganze Siegesprämie. Er zerschlägt 9 Ziegel, Andy bricht 8. Der WM-Titel geht auf unfaire Weise an den Japaner. Für Andy Hook eine sehr große Enttäuschung. Doch Andy Hooks Karriere geht weiter. Hier sein zweiter Kampf im Thai-Boxen. Sein Gegner, Eric Albert, der französische Champion, war Andys zweiter Anlauf im Thai-Boxen. Hier zeigte sich sehr schnell, dass Andy mit seiner Beintechnik auch im Thai-Boxen stark überlegen ist und nur im Boxen noch zulegen musste. Es ist diese Beintechnik, die Andy Hook weltweit zu einem der attraktivsten Kämpfer macht. Es gibt wenig Kämpfer,
die im Schwergewicht mit den Beinen arbeiten. Die Zuschauer wollen das aber sehen, nicht nur Boxen, sondern auch eine schöne Beintechnik. Ich glaube, im Kämpfen muss man eisern sein, man darf keine Schmerzen zeigen. Privat bin ich ein ganz weicher. Der zweite Sieg durch K.O. Sein Gegner ist Jeff Duke Rufus, einer der besten Kämpfer Amerikas im Schwergewicht. Andys Überlegenheit ist deutlich. Die meisten Thai-Boxer sind überrascht von Andys Technik bei der Beinarbeit und den verschiedenen Varianten. So bleibt Andy unberechenbar. Der Gegner weiß nie, ob nun ein Kick folgt oder die Faust, ob Schläge von links oder von rechts folgen. Auch hier ein Vorschlag in die Leber. Der Gegner erholt sich nicht mehr und muss mit zwei gebrochenen Rippen ins Spital eingeliefert werden. Andy gewinnt diesen Kampf überlegen nach K.O.
Das ist der UKF WM-Titelkampf der Universal Kickbox Federation. Die Nummer 2 von Holland, Rob Van, gegen Andy Hook. Es wird ein harter Kampf, doch schlussendlich kann sich Andy durchsetzen und gewinnt wieder durch K.O. Weil der Gegner über 2,5 Meter groß ist, ist der Kampf taktisch sehr schwer. Die Gegner belauern sich und tasten sich ab. Mit 1,80 Meter ist Andy Hook im Schwergewicht eher klein und die Reichweite des 2,5 Meter großen Gegners ist groß. Der Kampf fand in Nagoya vor 12.000 Zuschauern statt. Es war ein sehr taktischer Kampf. Es ging um viel Preisgeld und um ein Auto für den Sieger. Die dritte Runde. Beide Kämpfer sind schon sehr erschöpft und vom Kampf gezeichnet. Deutlich sieht man hier immer noch Fehler bei Andy. Zum Beispiel, wie er sich am Seil festhält. Andy Hook wird zum ersten Mal Profi-Weltmeister im Thai-Boxen. Ein sehr großer Schritt in seiner Sportkarriere.
Talent alleine genügt nicht. Auch ein Spitzenkämpfer muss trainieren, sogar mehr und intensiver als andere, um erfolgreich zu bleiben. Andy Hook im Training in seiner Karate- und Thai-Box-Schule in Luzern. Das Krafttraining ist sehr wichtig für die Regeneration und zur Stärkung der Rücken-, Brust- und Beinmuskulatur. Andy hebt hier 240 Kilogramm. Seine Hochkraft ist sehr groß. Wenn man so lange im Profibusiness tätig ist, ist die Regeneration wichtig. Dazu hilft das Krafttraining. Seine erste Niederlage im Thai-Boxen beim K1 Grand Prix. Gemäß den Regeln bedeutet ein zweites Mal zu Boden gehen das Aus. Das war Andys erste große Enttäuschung im Thai-Boxen. Er war der große Favorit. Auch die Fans waren geschockt von der Niederlage. Man sieht kein Lachen im Publikum. Die Enttäuschung der Fans ist groß, dass ihr Liebling hier ausgeschieden ist, hier am K1 Grand Prix. Das ist ein Turnier, an dem die Kämpfer an einem Tag drei verschiedene Kämpfe austragen müssen. Es sind Kämpfer aus verschiedenen Sportarten dabei, also Karate, Thai-Boxen und so weiter. Also es ist ganz klar, es war mein erster Profikampf, den ich verloren habe. Und es war natürlich für mich, mal nachzudenken, was mache ich jetzt überhaupt? Also was ist wichtig für mich? Es war auch wichtig, mein Training mal umzustellen, weil ich bin einer von der Karate-Szene gekommen und habe den Grund vom Thai-Boxen oder vom Kickboxen nie erlernt. Und darum bin ich einfach nach Japan gekommen, um diese Grundlage aufzubessern. Und der psychische Druck, der war natürlich sehr, sehr groß, weil jeder hat von mir erwartet, dass ich diesen Revanche-Kampf gewinne. Und wenn ich den nicht gewonnen hätte, dann wäre es für mich sehr, sehr schlecht gewesen. Also ich musste unbedingt gewinnen, diesen Kampf wieder. Und darum war er sicher einer von psychologischen einer der härtesten Kämpfe. Der Revanche-Kampf gegen Patrick Smith war für Andy Hook sehr wichtig. Er gewinnt ihn vor 17.000 Zuschauern in Yokohama. Hier sehen wir die Entscheidung. Ein Konter, mit dem niemand gerechnet hat. So einen Kampf sieht man selten in der Profiszene. Andy Hook war auf den Fight sehr gut vorbereitet. Der Gegner attackiert sehr stark und aggressiv. Andy war darauf gefasst und konnte den Kampf schnell für sich entscheiden. Hier der K.O.-Schlag mit dem Knie. Dieser Sieg war extrem wichtig, um seine vorangegangene erste Profi-Niederlage zu verkraften.
Der wichtige Prestigekampf gegen den großen Franco Cigatti. Er galt als unbesiegbar. Es war einer der härtesten Kämpfe in Andy Hooks Karriere. Er brach sich zweimal die Nase. Sein Gegner hatte die Augenbrauen auf beiden Seiten aufgerissen. Ein sehr harter Kampf. Andy wurde praktisch keine Chancen eingeräumt. Es kam aber anders. Der Kampf fand im legendären Budokan-Stadion statt. Hier fanden früher nur Judo- und Sumo-Kämpfe statt. Es ist eine der schönsten Hallen in Tokio und sieht aus wie ein Tempel. 15.000 Zuschauer sahen etwas vom spektakulärsten, was im Thai-Boxen je geboten wurde. Das Publikum ging euphorisch mit, nicht zuletzt, weil der Gegner von Andy eigentlich der Favorit war. Die Kampftechnik ist nicht perfekt, der Wille ist aber da, den Kampf unbedingt zu gewinnen. Beide Kontrahenten mussten ziemlich stark verarztet werden. Immer wieder der Versuch, den Andy-Kick entscheidend anzubringen.
Beide Kämpfer geben alles. Von der Härte her ist es einer der besten Kämpfe, die je stattgefunden haben. Die fünfte Runde. Der Kräfteverschleiß ist extrem groß. Der Gegner ist vom Kampf gekennzeichnet. Andy Hook gewinnt schließlich den Kampf nach Punkten. Dieser Sieg war in Japan die Sensation. Es ging um sehr viel in diesem Kampf. Wer ist stärker? Karate oder Thai-Boxen? K1 Grand Prix 95. Der K1 Grand Prix scheint Andy Hook nicht viel Glück zu bringen. Er scheidet gegen Bernardo, einen völlig Unbekannten, aus. Der Gegner ist 110 Kilo schwer und 1,92 Meter groß. Ist ihm also körperlich überlegen. Andy Hook hat ihn trotzdem unterschätzt. CHT 南アフリカスーパーヘビー級チャンピオンマイク・ベルナルド。赤コーナー180センチ 94.3キログラム UKF 世界スーパーヘビー級チャンピオンアンディ・フーグー。ノーバックハンドブロー、オッケー、シェイク。Take distance. Down. One. Two. Keep going. Don't catch him.
Hier ging es zum zweiten Mal um den großen K1-Preis. Andy hofft, dass er 1996 dieses Turnier gewinnen kann. Das Turnier hier fand im Budokan vor 15.000 Zuschauern statt. Die Revanche, der nächste WM-Kampf, wird 1996 im Hallenstadion in Zürich ausgetragen. Andy Hug hofft natürlich auf viele Zuschauer und der Unterstützung aus seiner Heimat. Der Kampf wird zuerst vom Favoriten Andy Hug dominiert. Der Gegner kann ihn aber immer wieder überraschen, da Andy Hug nichts über seine Stärken und Schwächen weiß. Das sollte im Profibusiness nicht vorkommen. Die Medien sind sehr interessiert, diese Sportart zu übertragen, vor allem in Amerika. Es ist die Sportart des nächsten Jahrtausends. Man dachte bereits, dass Andy gewinnen wird. Der Gegner ist angeschlagen, konnte sich aber überraschend schnell regenerieren. Erstaunlich, was der einstecken kann. Second out! Second out! Second out! K1
K1 ist in Japan neben Fußball und Baseball zur populärsten Sportart geworden. Jetzt wird daran gearbeitet, es auch nach Europa zu bringen und zu vermarkten. Andy hatte erwartet, das Turnier zu gewinnen. Ging es doch um $250.000. Andy Hook hofft, dass er es 1996 schaffen wird. Dann geht es um $1 Million Preisgeld. Was sich nicht endgültig umhaut, macht dich stärker.
Wenn das die Philosophie von Andy Hug ist, wird er gestärkt aus dieser Niederlage hervorgehen und wir können uns auf weitere spektakuläre Kämpfe mit Andy Hug freuen. こんなことを言われたことが、戦うということは、野蛮な暴力を人間性で高めていくことが空手というものだと思います。そして続けた私の質問に、彼はこう答えた。一度決めたこと、やり始めたことは、どんなことが起きようと諦めない。何度転んでも、 最後までやり通すということ。それが僕の空手スピリットなんです。どこまでも私を応援してくれる日本のファンは世界で一番です。僕は皆さんのためにもっともっと一生懸命戦います。さらに素晴らしい試合をしていきます。そうアンディは語っていた。